Die Piratenparteien sind ja entstanden als eine internationale Bewegung. Also es gab, die erste Gründung war in Schweden, aber schon vor dieser ersten Parteigründung in Schweden war klar, dass man ein internationales Netzwerk braucht, weil die Probleme, die wir heutzutage haben, international sind. Das Internet ist ein globales Medium, es ist in der Globalisierung der nächste Schritt nach der wirtschaftlichen Globalisierung, die informationelle Globalisierung. Und damit sind die Probleme, die wir haben, international geworden. Damit müssen die Lösungen international sein. Damit sie das sind, müssen wir international arbeiten. Und damit brauchen wir eben auch in allen Staaten eigentlich Piratenparteien, die sich dieser Probleme annehmen. Dazu gibt es eine Dachorganisation, Piratenpartei International, PPI, die eine Vereinigung aller etwa 60 derzeit nationalen Piratenparteien darstellt und dann auch koordiniert, dass man zum Beispiel eine inhaltliche Zusammenarbeit hat, dass die Piratenparteien sich nicht zu weit auseinander fortbewegen, sondern irgendwo eine Einheit bleiben.